Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Remastered Edition auf Seiten der Sowjets. Ganz genau, liebe Leute, und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier in der letzten Mission der Sowjets und wir sind dabei, den Alliierten sein Hauptquartier wegzunehmen. So, da würde ich sagen, machen wir hier unten erstmal mit den Hubschraubern die Schiffe weg. So, hab hier diese geile Mucke da. So. Und ja, weg damit, ey, Mann. Der nervt seinen scheiß Schiffspawnern, ey. Ja, komm. So. Die Insel ist befreit, Leute. Die Insel hier ist sauber tatsächlich. Und ganz genau, was wollte ich jetzt noch machen? Genau, ich wollte einen Hubschrauber nachbauen. Team 2 ist noch komplett. Das ist schon mal sehr gut. Und was für Einheit verloren? Ach so, okay, ja. Ja, Sammler, gehen wir zurück, bitte. Geht mal alle bitte zurück. Das ist mir dazu gefährlich. Sammelt mal bitte hier. So. Das hat mich beim letzten Mal übelst genervt. Leute, dieser Abfuck. Ha! Nix mehr, alliierter Freak. Nix mehr. So. Gut, Leute. Die Spawner sind aus dem Spiel. Das ist schon mal sehr gut. Alles klar, dann nehme ich mir die Hubschrauber mal. Ja, das ist sehr gut. Und die Hubschrauber, die können mal hier diese Vorpatrouille da wegmachen. Dann schaffen wir vielleicht in dieser Folge sogar tatsächlich noch die Alliierten-Kampagne. Das könnte sogar sehr gut sein. So. Nein, 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 Team 2 ist nicht komplett gewesen. Nein. Da fehlt auch noch ein Hubschrauber, ne? Da fehlt noch ein Hubschrauber. Gut, dann bau den mal bitte nach. So. Und ja, liebe Leute, ich hoffe, dass es euch gut geht soweit. Mir geht es nämlich sehr... Ach du Scheiße! Nein, nein, mir geht es nicht gut. Uff, Scheiße. Okay. Hubschrauber, schießt mal bitte auf das Fass da oben. Doch, mir geht es gut tatsächlich. Ich nehme es nach wie vor von diesem Sonntagabend auf hier. So. Und, ja, kurz vor der Arbeitswoche, wie gesagt, aber warum nicht einfach mal noch Command & Conquer zocken? So, der Bunker ist nicht weg. Das ist doof, Leute. Das ist echt doof, dass da diese, die Sachen da sind. Das ist echt kacke gerade. Wie soll ich da sonst diesen Schlachtkreuzer wegkriegen, hä? Das heißt auch nicht komplett. Hubschrauber zuerst und dann die Flugzeuge. Genau, Leute. Das machen wir so. Und dann Spionage. Verdammt. So. Den Schlachtkreuzer unbedingt platt machen, liebe Leute. Liebe Hubschrauber. Komm, den Grill. Ja, sehr gut. Scheiß drauf, dass ein Hubschrauber flöten geht. Der Schlachtkreuzer ist weg. Schon mal gut. Alles klar, dann würde ich sagen, baue ich Raketenwerfer. Drei Raketenwerfer, drei Mammuts. Und ich würde hier ganz gerne rein. Allerdings kann ich das nicht. Doch! Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht, ohne dass der Turm mich da oben anschießt. Das ist halt das Doofe. Verdammt. Vielleicht mit dem Bomber. Ja, das könnte natürlich klappen. Da oben ist nämlich noch ein Schlachtkreuzer von ihm. Verstärkungen sind eingetroffen. Oh, der Bomber. Und zack. Genau, mit dem Bomber kann ich die Brücke platt machen. Ganz genau. Ach, hier ist auch noch was? Hä? Safan ist hier auch noch was. Ach ja, dieser kleine Nebenstützpunkt. Ja, ich erinnere mich. So, den kriegt ihr aber, ne? Den Turm kriegt ihr. Jawoll. Sehr gut, liebe Leute. Boah, cool, ey. Alles klar. Dann würde ich sagen, wenn die Einheiten fertig sind... Oh, ich baue gerade sogar Kampfpanzer. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Gut, Leute, dann haben wir Team 1. Dann würde ich mal sagen... naja, mit den Flugzeugen ist halt das Doofe, dass ich da nicht... Moment. Mit den Flugzeugen ist halt echt das Doofe, liebe Leute, dass... Ja, dass die nicht außen rum fliegen, sondern dass die über die Basis zurückfliegen. Und das ist doch mal kacke. So. Seht ihr das? Der fliegt über die Basis zurück.
Aber nicht schlimm, Leute. Die Hubschrauber, die können sich auch mal in Bewegung setzen. Die MiG kann man ja nachbauen, so ist ja nicht. Und die Hubschrauber, die können mal schön außen rum fliegen und dann hier auf den Schlachtkreuzer. So. Was zur... Ah, jetzt hat er da unten wieder was weggerissen. Verdammt nochmal. Aber der Schlachtkreuzer ist weg. Sehr gut. Der nächste Schlachtkreuzer ist weg, Leute. Oh, brauche ich gar nicht. So, ich brauche nur einen Hubschrauber. So. Oh, sehr gut. Gut, Leute, dann haben wir unser Team 1, das schon kampfbereit ist. Ich glaube, ich habe sogar alle Schlachtkreuzer hier erledigt. Kann das sein? Spionier mal da bitte. Das wäre natürlich mega geil, wenn die alle wegfahren. Aber es ist wahrscheinlich tatsächlich so. Gut. Alles klar. Liebe Leute, dann würde ich mal sagen, neues Team 3. Team 2, der muss repariert werden. Ach ja, dann... Nein, 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 nein. Nicht auf den... Nicht auf den Raketenwerfer. Oh, du ziehst so viel ab von dem scheiß Raketenwerfer, ey. Hubschrauber, Mann. So, gut. Dann schieß auf den Hubschrauber los. Zack. Zack. Mach den kaputt. Wenn er nicht schießen will, dann... Ja, Pech gehabt. So. Ja, mit den U-Booten kann ich nichts machen. Das ist das Problem wegen der Scheiße hier. Aber mit dem Bomben... Oh, was macht der denn? Was macht ihr da? Jetzt kommt mal hier runter, Mann. Was macht ihr da schon wieder? Der ist ja wohl bescheuert, ey. Und der auch. Was zur Hölle? Die Raketenwerfer hier sind echt lebensmüde, ey. Ach, wie geil. Da ist ja gar nichts drin in der Basis. Ja, nur dann. Bleibt ihr hier unten, bitte? Gut, dann würde ich sagen, marschieren wir mal hier. In 20 Minuten sollte das Ding doch gegessen sein hier endlich mal mit dem Alliierten. So, einfach reinfahren und im Arsch machen die Scheiße. So. Oh, kleiner Ruckler drin gewesen. Aber ja, nicht schlimm. Da oben ist noch ein Schlachtkreuzer. Warum ist da noch ein Schlachtkreuzer, verdammt? Ja gut, dann macht den einfach kaputt. Meine Flieger machen den im Arsch. So, den Bauhof platt machen. So. Bums und Tschüss. Bauhof. So, und die Hubschrauber, wir machen den Schlachtkreuzer im Arsch. Sehr gut. Der eine da, der kann doch noch schießen da. Ganz genau. Den kriegst du, oder? Oh shit. Aber der kann einmal drauf schießen, oder? Ja, sehr gut. Schlachtkreuzer ist weg. Oh je. Ah, ich hab doch alle Einheiten. Das ist ja auch geil. Gut, Leute. Nächster Fallschirmbomber ist da. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir diese Basis hier schon mal auseinandergenommen. Macht die Artillerie da. Mann, die Hubschrauber, man den da platt. So, liebe Leute. So, dann, das ist weg. Der Bomber hat es leider nicht geschafft. Nicht schlimm. Aber der Hubschrauber, die machen das. Leute, wir brauchen schon wieder Silos. Ne? Das ist so nervig, diese Meldung. So, einfach da drauf schießen, da. Raketenwerfer. So. Schiff, Panzer gegen Schiff ist immer mies, Leute. Ist immer mies. Ach, jetzt kommt er da unten wieder mit seinem Scheiß an. Jetzt hat er mir schon wieder hier eine Tesla weggenommen. Verdammt nochmal. Ja gut, dann... Gut, dann aber, Team 1, mach mal bitte diesen Hubschrauber endlich mal platt. Und ich muss hier irgendwie mit den U-Booten rein. Weil da ist noch ein Schlachtkreuzer, wie ihr seht. Ganz genau, der Schlachtkreuzer, der macht mich nämlich ziemlich platt. Ich weiß, dass wir Silos brauchen. Ich baue doch schon wie verrückt, Mensch. So. Alles klar, dann würde ich sagen, baue ich mal ein paar Silos. So.
brauche ich nochmal zwei Stück da hinten. So. Spionageflugzeug, liebe Leute. So, genau. Hier ist sein Hauptquartier, Leute. Da ist sein Hauptquartier. Und die Minikin, die können ja mal versuchen, hier zu landen. Schaffen sie sogar, und da diesen Turm im Arsch zu machen. Jo. Ganz genau. Ganz genau. So. Ich würde halt gerne wissen, wo hier dieser Schlachtkreuzer ist, ne? Das ist halt doof, dass ich da mit den U-Booten nichts machen kann. Moment. Vielleicht kann ich ja hier irgendwas platt machen. Damit ich hier mit... Ah, wartet mal. Wartet mal. Ich habe doch Raketenwerfer dabei. Ganz genau. Aber nur einen irgendwie. Das ist doof, dass ich nur noch einen Raketenwerfer habe. So. Und dann da drauf. Oder da hinten drauf, ganz genau. Da hinten drauf. Da können dann sogar die U-Boote mithelfen, oder? Ja. Da kann das U-Boot mithelfen. Sehr, sehr gut. Dann kommen wir nämlich da oben rein. So. Dann komme ich jetzt nämlich mit den U-Booten da oben rein. Und da kann ich die Schlachtkreuzer wegmachen. Och, Leute. Lasst euch doch nicht von der Kacke da platt machen. Seid ihr denn des Wahnsinns? Och. U-Boote, ey, wie blöd muss man sein. Gut. Ich brauche nur den ein oder anderen Raketenwerfer dafür. So. Nicht schlecht, dass sich die letzte Mission doch so lange hinzieht, Leute. Oh nein, da ist noch ein Zerstörer. So, mach den kaputt, bitte. So, sehr gut. Jetzt ist der Schlachtkreuzer dran. Oh, sehr schön. So, sehr, sehr gut. Dann kann ich nämlich jetzt mit reingehen. Mit reingehen? Was für mit reingehen? Dann kann ich jetzt reingehen. Spionage? Flieger, so, dann würde ich sagen, deck mal bitte das hier auf. So, die kommen bitte mit. Was hast du wieder für Zuckungen da? Oh Mann. Ja, die drehen hier am Rad. Da sind noch Zerstörer, seht ihr das? Bumm. So. Weg mit dem Scheiß. Damit da gleich keine böse Überraschung kommt, wenn wir da gleich angreifen. So, perfekt, Leute. Den Seeweg, den haben wir gesäubert. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. So. Und die Mannequin, genau, schön auf das Schiff da. Das schaffen die sogar. Die Mannequin, die schaffen das sogar, schaut mal. Wie geil. Wie geil, die schaffen die Schiffe. Oh mein Gott. 5 Mannequin, ja. Richtig geil. Schaut euch das an. Wie nice, Leute. Wie nice. So, dann reden wir mal weiter hier. Also, zack. Spionageflieger nochmal. Zack. Das war's, liebe Leute. Das war's schon. Sehr, sehr gut. Alles klar. Seht ihr das hier? Da ist seine Energie da oben, Leute. Ach du Scheiße, warum fahren die Raketenwerfer wieder als erstes da rein? So. So, es ist soweit, Leute. Sein Hauptquartier. So. Wir gehen in sein Hauptquartier rein hier. So. Alles klar. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen... Die 3, die 2 und die 1. Die 1 macht das da weg. So. So, dann hier. Oh, die Flaks, die funktionieren. Das ist doof, Leute. Dass die Flaks noch funktionieren. Da habe ich echt mal alle meine Flieger jetzt verloren. Aber nicht schlimm, Leute. Die können wir nachbauen. Die können wir echt nachbauen. So, dann fahrt ihr mal da weiter, bitte. Und ich guck mal, was hier noch übrig ist. 2 Mechs, alle Hubschrauber sind platt. Ja gut, okay. Aber, liebe Leute, die Alliierten sind Geschichte, das kann ich euch jetzt schon sagen. Geil, Leute.
So. Dann schaffen wir die echt in dieser Folge. Das ist ja mal mega geil. So. Alles klar, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, haben wir unser... Ja, Sir. Hä? Habe ich nicht 4 bestellt? Ich habe doch 4 Hubschrauber bestellt. Ah, da kommt er. So, sehr schön, Leute. Gut, dann kommen die... Die Hubschrauber, die machen das da oben platt. Und die... Nix, die machen die Raffinerie platt. So. Rums. Sehr schön, liebe Leute. So. Mach die weiter platt. Hubschrauber machen das da oben platt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, liebe Hubschrauber. Guter Job. Ha. So, Leute, dann würde ich sagen, war es das mit den Alliierten. Und, ja. Ich kann euch schon mal auf was vorbereiten. Und zwar die letzte russische Cutscene hat eine faustdicke Überraschung für euch. Für diejenigen, die das Spiel noch nicht kennen. Hat eine saudicke Überraschung. Die letzte Cutscene. Rums. Platt machen. Alles platt machen hier. So, Leute. London ist erobert. Nochmal eine Heilkiste eingesammelt. Wie geil. Ja. So, das ist London, Leute. Das Hauptquartier. Und es ist erledigt. Sehr, sehr, sehr gut. Meine Flugeinheiten haben auch noch ein bisschen was zu tun hier. So. So, zack. Sehr, sehr gut. Och, du Heilige. Warum fliegt ihr auch genau ins Einheitenfeuer? Ach, verdammt, ey. So. Ja gut, dann macht ihr halt platt. So. Zack. So, davon sind noch 2 übrig. Das heißt, noch 2 Hubschrauber nachbauen. Ganz genau. Und 5 Mannequin, die kann ich ja mal dahin packen. Da ist ein Bunker, ja toll. So, die letzte Reserve davon, Alliierten. Die letzte Reserve hier. Oh mein Gott, Leute. Ich sage es euch. Schon krass. So. Aber wir haben es. Wir haben es geschafft, Leute. Die Alliierten sind erledigt. Die sind erledigt. Die haben jetzt wirklich nur noch da diesen letzten Überrest. Und den mache ich mit den Fliegern weg. So. Team 2 ist sogar noch komplett. Das ist schon mal sehr gut. Team 3. Ja, sehr gut. Könnt ihr diesen Bunker da platt machen? Oh mein Gott, ihr könnt es sogar. Wie geil. Geil, Leute. Macht diesen Bunker da weg. Und diese Flak bitte. Oh ja, Leute. Sehr, sehr gut. Gut, dann fahrt mal bitte da hinten hin und macht da nochmal die Einheiten platt. So. Gut, zack. Nein, was war das denn? So, das ist der Bomber. Der schmeißt natürlich daneben. So, dann machen wir jetzt mal weiter hier. So, zack. Sehr, sehr gut. Liebe Leute, die Tage des Alliierten sind gezählt. Mach den weg. So. Sehr, sehr schön. Gut. Wir brauchen Silos. Wir brauchen Silos, dann bauen wir nochmal die MIG nach. Wo haben wir sie denn hier? Ja, das ist jetzt wirklich die letzte Ecke hier, ne? Also, mehr ist es wirklich nicht mehr vom Alliierten und... Ja, dann haben wir das doch relativ souverän doch gemeistert noch in den 2 Folgen. Kann ich in dieser Woche tatsächlich noch, mit der Gegenschlagkampagne anfangen, wobei die, glaube ich, echt heftig wird auch. Die war ja schon bei den Alliierten so krass. So. Alles klar, die Hubschrauber, ja, das machen wir jetzt ganz gemütlich, den Rest. Den Rest machen wir jetzt ganz gemütlich, Leute. So. Mach mal die Gegenwehr da platt. So. Diese ganze Mannequin da. So. Putz. Geil. So. Dann können noch 2 platt gemacht werden. So. Und den noch. Ja, Leute, das ist jetzt gerade ein bisschen müßig hier. Mit den Mannequin das, aber es ist halt nötig. So, zack.
Haben wir die 5 Männchen da noch die Energien hier platt machen? So. Zack, 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 zack. Oh. Wir brauchen keine Silos mehr, Leute. Wir haben den Krieg gewonnen. Jetzt auch auf russischer Seite. Oh mein Gott. Tatsächlich. So, liebe Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es gewonnen. Oh mein Gott. Leute, es ist soweit. Ich speichere es noch gerade. Und dann haben wir die russische Kampagne durch. Wir brauchen Silos. Einheit verloren. Ach, schaut mal da. Da hat er noch einen Bunker versteckt, der Sack. Da hat er noch einen Tarnbunker versteckt. Zum Glück sieht man den auf der Karte. Einsatz. Jetzt. Jetzt, das war's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die die Russenkampagne ist abgeschlossen. Oh mein Gott. Bonusgalerie freischalten. Sowjetische Überlegenheit. Okay, liebe Leute, dann haben wir das. Boah, schaut euch das an. Der Alliierte hat 630 Einheiten verloren. Die letzte große Schlacht, liebe Leute. Geil. Genießt die Cutscene, liebe Leute. Sie ist wirklich geil. Alles klar. Erstaunlich, diese Engländer. Wie schnell sie sich anpassen. Die müssen sich ja wirklich nach unserem Sieg gesehnt haben. Sie haben ihre ehemaligen Herrscher schneller verlassen als Ratten ein sinkendes Schiff. Wir haben getan, was noch niemand gewagt hat. Die Sowjetunion erstreckt sich über den gesamten Kontinent. Wir haben Europa endlich befreit. Zeit zum Feiern. Naja, warum nicht? Entspricht ja der Landessitte. Ausgezeichnet. General, Sie haben sich und Ihrem Land Ehre gemacht. Ich werde mich persönlich darum kümmern, dass Sie eine fürstliche Belohnung erhalten. Nadja, dieser Tee ist hervorragend. Vielen Dank. Ich habe ihn selbst gekocht. Gift, du billige. Du elendes Schwein. Du wirst nie wieder an mir rumgrapschen. Zukunft, Genosse Generalsekretär. Vergessen Sie niemals, ich bin die Zukunft. Da seht ihr. Ganz genau, Leute. Der Kane hat zu uns gesprochen. Jawohl, wir haben Stalin gekillt.
Genau, Leute. Darf ich vorstellen? Die Erschaffung der Bruderschaft von Nod. Command & Conquer Tiberium Konflikt wird nach dieser Ressourcenkampagne definitiv kommen. Genau, Leute, ja. Krasse Endcutscene. Also, echt. Und ja, Kane, du bist wirklich die Zukunft. Auch die Zukunft aus meinem Projekt hier. ja. Werden wir den Typen, werden wir in 3-4 Wochen noch kennenlernen. Gut, Leute. Genau, wir haben die Russen haben jetzt ganz Europa eingenommen und ich gucke jetzt nochmal ganz kurz hier die Bonusgalerie an. Nein, nicht so groß. Aufnahmen zur Choreografie des Briefings der Sowjetmission 14. Ganz genau, die letzte Mission. Mit dem Kane wieder, ey. Ja, genau. Hä? Ja, da. Kukov, ja, die haben den ja auch gekillt. So, was haben wir hier? Behind-the-Scenes-Aufnahmen. Auch wieder. Was zur... Was zur... Okay. Seit wann hat Kane das gespielt? Wieso hat Kane das gespielt? Ah, cool. Ja. Cool, ey. Eugene Dynarski als Stalin. Ach, der Typ. Ach, ja. Den haben sie echt gut hingekriegt, muss ich sagen. Der pennt? Warum pennt denn der? Während der Arbeit. Ja. Gut, Leute, alles klar. Somit haben wir die Russenkampagne abgeschlossen. Eine Sache, es gibt ja noch hier so ein paar Missionen, die hier ja noch offen sind. Ne? Hier dazwischen, bei den Alliierten auch. Ich glaube, ich werde das im Anschluss noch machen, nach dem Tiberium-Konflikt. Ich mache es jetzt erstmal so. Ich mache jetzt erstmal die russische Gegenschlagkampagne. Da haben wir erstmal genug mit zu tun, auf jeden Fall. Und danach... Mausefalle. Netter Name. Und danach würde ich sagen, mache ich die ganzen Missionen, die hier noch übrig sind, um das wirklich das ganze Spiel mitzunehmen. Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit der ersten Mission der Gegenschlagkampagne bei den Russen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.